Guten Morgen, heute beginnt der 15. Tag der BUWOG-Verhandlung. Der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat gerade das Gerichtsgebäude betreten mit seinem Anwalt Manfred Einetter. Heute wird die Richterin, das hat sie schon vor der Wiener Schulferienwoche bekannt gegeben, den einstigen Raiffeisen-Landesbanker Georg Staatzer befragen. Er muss sich verantworten wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur Untreue und der Bestechung. Er soll Hocheggers Honorar mitbezahlt haben, respektive die Raiffeisen Landesbank. Das haben sowohl der Herr Staatzer als auch Ludwig Scharinger, der damalige Chef der Bank, der verhandlungsunfähig ist, immer ausgesagt. Wir sind gespannt, was der heutige Tag bringt. Kalt ist es auf jeden Fall.